25.000 D-Mark bekommt der junge Textautor für die Originalität seines schon recht umfangreichen Gesamtwerkes. Deswegen darf ich Ihnen die Urkunde überreichen über die Verleihung des unter der Schirmherrschaft der GEMA-Stiftung von Mary J. Jacobsen gestifteten Fritz-Schell-Preises an Hartmut Engler. D-Mark, Gewinner und Band bedanken sich artig mit einem Lied zum Thema. D-Mark, sind die Taschen leer, dann musst du her, geliebte D-Mark, er geht in die Bank, Pistole in der Hand. Die Förderung des Nachwuchses wird von den Insidern sehr begrüßt. Es ist eine Form von Förderpreis, soweit ich es verstanden habe, mit ein bisschen dem Background, dass er schon ein bisschen Erfolg hatte. Weil Förderung für total unbekannte Leute, das ist ja wie der Richard Wagner, der eben irgendwo immer dahinter im Kämmerchen saß, bis König Ludwig kam. Das heißt, du musst schon einen Förderer haben. Und ich finde einen Förderpreis immer grundsätzlich gut für Talente. In seinem Fall speziell, weil er eben aus sich herausschöpft und die Wahrheit sagt. Und das sagen ja heute sehr, sehr wenige Leute. Schlager an sich bedeutet ja eigentlich nur ein populärer Song, den man gern mitsingt und den man überall hört. Wenn das die Definition von Schlager ist, dann sage ich, ich hätte gern Schlager geschrieben, weil das ist doch toll, ne? Ein Lied, das jeder mag und auch gern mal auf der Gasse singt. Aber Schlager, wie sie aus den letzten 10, 15 Jahren kennen, einfach als platte Wiederholung von irgendwelchen Bildern, die jeder sowieso schon 100.000 Mal gehört hat, da ist Schlager für mich negativ. Frei zu leben. Dann nennen wir es doch einfach moderne deutschsprachige Popmusik. Übrigens gar keine einfache Sache, so ein Text, meint jedenfalls der Hitparadenstar der 70er Jahre. Ich schreibe auch selber, aber ich bin kein berufener Texter, würde ich sagen. Ich meine, ich schreibe sowas, eben wurde von Tutti Frutti geredet, unserer Tittenshow in Deutschland. Ich habe ein Ding geschrieben, Anita Zini Straps, dann überrascht mich, dass ich sehen kann, was du alles für mich drauf hast, weil du siehst eigentlich nichts anderes als immer die gleichen Accessoires und verschiedene variierende Busengrößen, wo ja nichts gegen zu sagen ist. Das habe ich gerade mal aufs Korn genommen. Den sogenannten anspruchsvollen Schlagertext schreibt dagegen der erfolgreichste deutsche Texter Michael Kunze. Immerhin ist er auch Akademiker. Ein Balla-Balla kann ich einmal schreiben und in eine Zeit damit kommen, in der die Leute eben gerade Balla-Balla denken und so ein Lied haben wollen. Aber mehrmals zu erfüllen, was die Leute gerade hören wollen, das ist nicht so einfach. Da muss ich also wirklich handwerklich erstens sehr gut sein und zweitens muss ich ein Gespür haben dafür. Und das haben nicht Leute, die nur ab und zu mal aus Spaß ein Lied schreiben. Nehmen wir nur die diesjährige Grand Prix-Ausscheidung, wobei mir das Wort Ausscheidung in diesem Zusammenhang gar nicht so gefällt. Aber ich glaube, dass der deutsche Schlager in der Tat und wirklich etwas zu sagen hat und eine Stimmung von sehr, sehr vielen Menschen, nämlich denen, die diesen Schlager hören und diesen Schlager lieben, wiedergibt. Und ich glaube, man kann als Medium, Fernsehen, als Massenmedium an solchen Emotionen nicht vorbei. Wollen wir auch gar nicht, ebenso wenig wie Familie Marischka und Lena Valaitis. Deutsches Selbstbewusstsein fordert der Ehemann. Wir haben besonders nach 45 das Problem, dass wir uns sehr viel an ausländischen Erzeugnissen, Produkten, geistigen und materiellen orientieren. Und das ist eben eine Schwierigkeit, mit der werden wir ganz langsam irgendwann mal fertig werden, wenn dieses Land auch mal merkt, dass aus der eigenen Kraft, aus der eigenen Bedeutung, aus dem eigenen geistigen Potenzial heraus ureigenste Dinge entstehen können. Wer dann immer noch Probleme mit dem deutschen Schlager hat, kann sich zur später Stunde an Erika Berger wenden. Der Preisträger überrascht schließlich mit seiner privaten Vorliebe für amerikanisches Liedgut. Skunk got squashed, and there you are. You got the dead skunk in the middle of the road. The dead skunk in the middle of the road. Got the dead skunk in the middle of the road. And it's stinking to high heaven.